Vielleicht können Sie mal, was verdient man mit so einem Ding? Was verdient man mit Mama Leone? Na, über den Daumen. Wenn man über den Daumen peilt, ungefähr 1,5 Millionen. Na eben, davon kann man doch ein paar Wochen leben, nicht? Ja. Wie lange haben Sie denn davon gelebt? Also ich darf Ihnen das ganz einfach erklären, wie lange ich davon gelebt habe. Ich habe erst mal 56% Steuern bezahlt. Nun können Sie die abrechnen. Und dann habe ich eine Dauerkarte im Spielcasino in Hamburg. Habe ich was Falsches gesagt? Nee. Ja, die kostet auch nicht mehr als 100 Mark. Ja, das ist richtig. Nur die Spielerei da, nicht? Die kostet ein bisschen mehr. Ja. Immer wenn der mit der großen Ketsche kommt und sagt, Herr Deutscher, Sie haben eben gerade einen VW verloren. Weil ich habe auf die 26 gesetzt. Was kommt die 27? Ja. Das ist nervend. Das nervt. Nicht? Und dann setzt du dreimal auf die 26 und dreimal kommt die 27. Wollten Sie eigentlich als Kind schon immer reich sein? Ich wollte nie reich sein. Ich wollte eigentlich immer nur so ein bisschen leben. Und was heißt so ein bisschen leben? So ein bisschen leben heißt, nicht drunter zu sein und nicht zu weit drüber zu sein. Mir reicht, wenn ich Essen, Trinken, zu Hause habe. Cadillac? Nein, muss ich nicht haben. Den haben Sie aber mal gefahren? Ja, habe ich mal gehabt, weil ich ein Verrückter war. Ich meine, bin ich auch heute noch. Woran zeigt sich das heute? Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Das kann ich Ihnen jetzt so nicht sagen, weil... Achso, so, mit den... Es gibt ja noch andere... Sänger. Ja. Komm, wie haben Sie, was für ein Verhältnis haben Sie zu denen? Man hat das Gefühl, Sie sind so ein Einzelgänger. Ist das falsch? Nun, ich habe eigentlich zu meinen Kollegen im deutschen Schlager geschafft wenig Verhältnis, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Ja. Aber Sie sind doch, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber eigentlich so quasi der Opa der neuen deutschen Welle. Ja, irgendjemand hat gesagt, ich sei der Urpunker. Das ist natürlich dummes Zeug. Ja? Wie finden Sie denn jetzt so die neue deutsche Welle? Sie haben als erster deutschen Rock gesungen. Ich weiß nicht, ob es wirklich der erste war. Nee, es war Rock'n'Roll, ne? Rock. Ja. Und jetzt ist es völlig üblich, dass man Deutsch singt. Ja, ja. Ich meine, es gibt ja auch einen Peter Maffay, der sich eine Stratocaster kauft und Lederkleidung anzieht. Eine was? Eine Stratocaster ist so eine Gitarre, nicht Fender, Fender-mäßig. Und Lederkleidung anzieht und sagt, ich bin jetzt ein Rocker. Das ist nicht wahr. Was ist denn ein Rocker? Das ist nicht wahr. Er ist nicht ein Rocker. Was ist ein Rocker? Ein Rocker ist einer, der wirklich dazu steht und sagt, pass mal auf, ich bin so und ich mache so und nicht sagt, wie? Auf dem Weg zu mir und habe ich mich selbst gefunden. Es interessiert mich nicht, ob er sich selbst gefunden hat. Weil das Einzige, was er gefunden hat, ist Kohle. Ja, aber bleiben wir nochmal bei der Frage, wie stehen Sie denn so zu Ihren anderen Kollegen? Wenn Nun, ich meine, die haben ja irgendwo alle ihre Berechtigung. Ich meine, es gibt ja eine Sendung wie die ZDF-Hitparade. Da sind Sie ja neulich selber aufgetreten. Wo ich auftreten durfte. Und, also Andy Borg zum Beispiel ist für mich einer der wenigen Interpreten, die das gewisse Nichts haben. Ich weiß noch alle den Namen verstanden haben. Ich habe ihn nicht. Ich sagte Andy Ball. Ja. Die anderen scheinen ihn offensichtlich zu kennen. Nein, die kennen mich nicht. Nicht Sie, sondern Andy Borg. Ach so, Andy Borg, ja. Ja. Also ich kenne ihn nicht. Sie kennen ihn nicht. Nee. Der hat ein sehr hübsches Lied gesungen. Ich will dich nur beliebt machen. Nein, also, es ist wirklich interessant. Weil das Lied heißt, ich will nicht wissen, wie du heißt. Mhm. Nee? Na gut, dann lassen wir es auch. Wir brauchen es auch nicht zu wissen. Ja. Aber... Herr Menge, stellen Sie mir bitte... Nee, ich will nicht. Nein, nein, wir müssen ja aufpassen, zum Schluss kommen, Kinder. Wir können Fragen stellen lange. Der hat sie ja noch einen Haufen. Ja. Wir sind sonst irgendwie... Wir sind etwas über die Zeit gebrochen. Und wir müssen heute ziemlich früh aufhören. Ja. Singt er denn noch irgendwas oder ist es nicht vorgesehen? Nee, ich singe eigentlich nichts mehr. Das ist ja ganz schön. Ja. Nein, ich höre das ganz gern da. Könnt ihr so einen Welthit mal singen, dass wir wissen, hier ist das die große Welt Mama hier im Café Gran. Ja, Mama, kann das selbst singen? Ein Welthit? Irgendein Welthit. Was sagen Sie dazu, wenn das hinterher so verballhornt wird? Das ist mir eigentlich egal, denn ich meine immer, dass Leute, die karikiert werden und Leute, über die man Witze macht, dass sie irgendwo dann doch recht wichtig sind, nicht? Oder? Finde ich auch. Also ich kann das hier. Kann er jetzt Mama Leone finden? Ja? Ja, klar. Ja. Mama Leone. Haben wir da Musik dazu? Nee, natürlich nicht. Mama Leone, du musst ein Engel sein. Ist das nicht schön, ha? Wunderbar. Danke. Mama Leone.